Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dinosaur Fossil Hunter. Der ersten Folge für heute. Heute kommen insgesamt zwei Folgen. Einmal diese Folge und einmal das Let's Rank. Ja, Kai, ihr habt richtig gehört. Kein Let's Play Fahrenheit in der Prophecy heute. Ich hatte kein Feedback und da es auch jetzt schon wieder 7:45 abends ist, wo ich diese Folge mache und wie gesagt das Rank noch aufnehmen muss und die ja rechtzeitig online kriegen will, kommt das heute nicht. Let's Play Fahrenheit kommt nächste Woche dann wieder in ganz normaler Länge. Es ging jetzt einfach von der Zeit her nicht anders und wie gesagt, es gab kein Feedback. Deswegen handhabe ich das jetzt so. Morgen wird auf jeden Fall nur eine Folge Let's Play Dinosaur Fossil Hunter erscheinen. Ja, beim letzten Mal bei diesem Projekt haben wir, wie schon der Name der Folge verrät, den Dromaeosaurus komplett fertiggestellt, die letzten beiden Arme angebracht und teilweise gemacht, wie einen Arm, den anderen Arm der Mitarbeiter. Und wir waren in der Garage, wo wir die Zeitungen gelesen haben, uns umgesehen haben. Viel mehr war es nicht. Es gab leider kein Feedback, was jetzt als nächstes wir machen sollen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir zurück zum Museum fahren und das Exponat für den Dromaeosaurus einrichten. Das erscheint mir im Moment sinnvoller. Und genau, dann gucken wir einfach beim nächsten Mal, dass wir dann nach Fossilien suchen. Hier sehen wir uns jetzt nicht mehr um, hier haben wir uns umgesehen, sondern ich gehe direkt zurück zur Karte und fahre zurück zum Museum. Das ist ja auch näher dran. Ja, wir möchten zum Museum fahren. Und wie gesagt, dann schauen wir mal, dass wir das Exponat für den Dromaeosaurus einrichten. Und sollten wir dann noch Zeit haben, geht es halt dann zurück in den Steinbruch. Aber das müssen wir halt erstmal sehen. So, die Kiste steht noch da rum. Und die Musik setzt ein. In der Garage habe ich jetzt gar keine Musik gehört. Wäre aber nicht sicher, ob beim letzten Mal eine war. Jetzt gucke ich erstmal hier in unserem Museumsraum an dieses Gerät, an dieses Panel, ob man hier schon was machen kann. Weil zumindest einrichten müsste man ja können. Genau, das Panel zur Verwaltung der Exposition, das wollen wir. Und wir wollen als erstes in das Ausstellungsdesign, denke ich. Okay, hier ist schon mal recht viel. Also ist der Ausstellungsbereich sehr weitgehender Ausstellungsbereich. Ja, die ganze Halle halt. Die ganze ehemalige Sporthalle. Kann ich mich bewegen? Jetzt geht's. Gerade eben ging das nicht. Also hier sehen wir es. Wir haben viel Platz, um die Dinos auszustellen. Aber wir können ja hier noch gar nichts wählen. Was denn bei Innenausstattung? Da waren Wände, Decken, Böden, Verzierungen. Ich guck nur kurz. Hier haben wir Museumsprestige 1. Prestige 800. Für das nächste Level 1000. Erforderliche Verzierungen. Verzierungsarten 0 von 2. Okay. Das lasse ich aber auch erstmal weg. Was ist mit Werkstatt? Okay, das ist nur Steam Community. Das seht ihr wahrscheinlich gerade gar nicht. Das schließe ich kurz und gehe dann zurück zum Spiel. Sende den Gegenstand und annullieren. Ja, das annullieren wir. Das ist wahrscheinlich nur, falls man mit anderen Spielern zusammenspielt. Jetzt muss ich kurz raustappen. Ihr seht noch alles okay. Im Moment können wir hier anscheinend den Dino noch gar nicht sehen. Deswegen gehe ich jetzt kurz in die Hilfe. Inspektion, Reinigung, Ausstellung, Grundlagen. Skeletteinstellungen. Wirf einen Blick auf die Steuerelemente in der oberen linken Ecke, um zu lernen, wie man ein Skelett positionieren, spiegeln, drehen und so weiter kann. Ja. Dekorationen kann man verschiedenes klicken. Weiteres wird freigeschaltet. Die Ronderlegten werden freigeschaltet, wenn das Ansehen des Museums erhöht wird. Man kann
kann fast jedes Belichtungselement und fast jede Dekoration drehen und skalieren. Und so kann man es wählen. Okay. Gibt es noch mehr für Ausstellungen? Weil das bringt uns noch nicht so viel. Museum, Verwaltung von Fossilien vielleicht. Ins Museum bringen. Ja, das wissen wir alles. Museum ist Prestige. Also hier ist nicht das, was ich wollte gerade. Okay, dann denke ich, müssen wir das Fossil erstmal hier reinbringen. Das heißt, ich gehe kurz hierhin zurück, nehme den Hubwagen und hole die Kiste. Ich habe das Gefühl, man muss das Skelett erst reinbringen. So, einsteigen in das Fahrzeug, in den Gabelstapler, auch wenn das eigentlich kein Gabelstapler ist. Obwohl, es könnte ein kleiner Gabelstapler sein. Der fährt übrigens sehr langsam. Linksschiff beschleunigen. Da macht er sich gerade irgendwie nicht viel. Na. Ich will da richtig rein. So. Zum Anheben der Kiste. Jetzt haben wir die Kiste schon mal. Links-Shift. Da tut sich gerade irgendwie gar nichts. Naja. Anyway. Also wir haben jetzt die Kiste. Jetzt fahre ich zurück in den Museumsbereich. Und ja. Ah, hier können wir sie abstellen. Okay, alles klar. Und ich denke mal, so kann man das dann einrichten. Drücken wir zum Laden der Kiste. Einmal Maus. Ich muss jetzt zweimal drücken, aber na gut. Verwende den Touchscreen, um in- und außen Bereich, also Design zu starten. Okay. Ich fahre noch schnell zurück. Das werden den dann beim nächsten Mal... Ah, so geht Beschleunigen, aber viel schneller ist auch nicht. So, und danach mach mal Hubwagen. Warte, wir können es auch zurücksetzen. Tun wir mal auf R kurz drücken. Und danach tun wir ihn verlassen. Sehr gut. Denn jetzt können wir das machen. Okay, ich hätte es wohl wissen können, dass man zuerst die Kiste hinbringen muss. Warum immer die Kiste jetzt hin ist, weil jetzt steht die ja hier nicht mehr rum. Ich denke, jetzt können wir das Exponat machen. Aber ich mache erstmal nur das Exponat. Die ganze Dekoration und so. Ich glaube, damit warte ich, bis wir eine höhere Prestige haben. Damit wir uns mehr... Oder ich kann mal gucken. Innenausstattung, ich gucke nochmal kurz. Fehlt hier denn viel? Hier scheint schon ein bisschen was zu fehlen. Also die grau markiert. Und zwar bei den Verzierungen. Wir bauen zwei für die nächste Prestige-Stufe. Ah, hier unten sind die grau markierten. Schauen wir gleich mal. Ja, ja, da fehlt einiges. Schaut her. Da fehlt uns einiges. Das lassen wir erstmal. Das waren jetzt die normalen Verzierungen, ne? Ja. Dann haben wir hier die Bilder. Da fehlt auch noch einiges. Ich glaube, ich mache erstmal nur das Skelett. Aber ich will hier kurz durchschauen. Und dann haben wir gefundene Sammelobjekte. Da haben wir bisher einen. Ja, das lasse ich erstmal weg. Na, erstmal zurück. Dann hier auch zurück und dann Ausstellungsdesign. Jetzt können wir ihn machen. Dromaeosaurus halbertensis, ein kleiner fleischfressender Dinosaurier. Er lebte in der späten Kreidezeit für etwa 83 bis 70 Millionen Jahren. Yes, platzieren. Ja, ich will ihn wirklich platzieren. Oder vielleicht herausnehmen. Warum ging das jetzt nicht? Ach, jetzt ist er weg. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt.
Ja, die Kiste ist jetzt wieder hier vorne. Da ist die Kiste, ja. Ich hoffe, jetzt ist er drin. Ansonsten muss ich den Hubwagen nämlich nochmal benutzen und die halt hinfahren und abstellen. Ach, das ist ja ätzend. Okay. Dann nochmal kurz zum Hubwagen rennen und mit dem Hubwagen die kurz abstellen. Das ist natürlich total bescheuert. Also kurz aufnehmen und abstellen, damit er kapiert, dass die Kiste da ist. Irgendwie ging nämlich das Platzieren gerade nicht. Ja, ich will jetzt hier natürlich eigentlich, wenn möglich, will ich hier jetzt eigentlich nicht die halbe Stunde rein verschwenden. Sondern gern zumindest zurück in den Steinbruch fahren wollen. Aber das müssen wir halt hier kurz machen. So, ich gehe jetzt so rein, ist ja egal. An eben der Kiste, yo. Und jetzt wieder abstellen. Na. So, jetzt steht es hier. Jetzt können wir den Touchscreen wieder verwenden. Position zurücksetzen vom Hubwagen. Dann können wir uns einfach das Hin- und Herfahren sparen. Und rausgehen. Dann probieren wir das Ganze jetzt gleich nochmal. Sollte das jetzt nochmal nicht klappen, dann werden wir doch in Steinbruch zurückkehren. Aber eigentlich würde ich gerne das Fossil jetzt ausstellen. Muss ich sagen. Bisschen ärgerlich, dass man das jetzt beim ersten Mal nicht irgendwie nicht so ging. So, Ausstellungsdesign. Da ist er jetzt wieder drin. Also nicht rausnehmen, merken wir uns. Platzieren. Ach, jetzt kann ich ihn platzieren. Das ging gerade eben nicht. Okay, ich würde ihn gerne ganz am Anfang machen. Ja, ich tue ihn mal hier hin. So mache ich das mal. Reinzoomen. Nein. So mache ich das mal. So, sehr schön. Dann. Das ist natürlich jetzt kein großes Ding hier. Machen wir kurz den Grund, den mache ich jetzt einen Grasboden erstmal. Ach, hier haben wir 250 Prestigepunkte, gerade eben waren es noch 800. Ich glaube, also auch hier sind ein paar angegraut. Ich glaube, das liegt auch hier daran, dass wir den jetzt platziert haben. So, ein paar Pflanzen. Jetzt muss ich nur überlegen. Also hier sind unsere kleinen Pflanzen. Was sind denn größere Pflanzen? Das sind Bäume, ne? Ich will nur kurz gucken. Ja, das sind Bäume. Dafür ist es zu klein. Dafür ist es zu klein. Hier sind auch nochmal Bäume. Gras. Wasserpflanzen. Eine Wasserpflanze. Ja, ich will jetzt das erstmal simpel halten. Deswegen nehme ich allgemein hier ein paar Pflanzen. Ich nehme jetzt mal ein paar Farne tatsächlich. Hier eins rein und hier eins rein. Jetzt haben wir schon einen von zwei Verzierungen und vielleicht noch eine dritte Pflanze. Erfreuliche Verzierungen 100%. Okay, dann gehen wir zurück. Dann vielleicht noch ein paar Steine. Nehmen wir mal vielleicht kleine Steine. Ja, da haben wir auch noch nicht so viel tatsächlich. Ich nehme jetzt mal den Stein einfach. Davon vielleicht auch zumindest einer. Einer. Vielleicht gehen auch zwei. Also jetzt haben wir zwei von zwei Verzierungsarten. Da kriegen wir noch einen rein. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht vor, hier ewig Zeit reinzustecken, aber ich will mich ja kurz umsehen. Ja, ich will wirklich zurück. Zweige können wir noch gar nicht benutzen. Da haben wir noch nicht die Prestige für, wie man sieht. Und ja, Wasser werden wir hier wohl keine mehr unterkriegen. Ich würde das noch gerne verschieben wollen, aber das mache ich gleich. Jetzt brauchen wir noch eine Beschreibung.
vom Dromaeosaurus, die bringe ich hier an, ungefähr mittig. So, verziert, sehr schön. Jetzt will ich nur gucken, man konnte doch auch irgendwie die Position von dem Dino ändern. Kann ich mich erinnern. Aber ich kann den Dino so nicht anwählen. Ich kann leider auch nicht ganz lesen, was das hier heißt. Irgendwas mit übersetzt mit kann ich nur lesen. Okay, wir gehen mal zurück. Hinweis: Klicke auf die Ausstellung, um sie zu dekorieren. Ja, aber leider ist das Ding etwas klein. Deswegen, ich glaube, viel zu dekorieren gibt es hier nicht mehr. Ich würde das halt gerne jetzt noch Ich würde einfach gerne die Position ändern. Ah, jetzt kann ich den Dino auch platzieren. Das ist schon mal cool. Wie war denn das? Objekt drehen. Spiegelbild. Nächste Position. Left Shift F. Oder R. Wieso ist er jetzt weg? Nein, weg will ich nicht. Oder haben wir ja einfach keinen Platz tatsächlich. Ja gut, dann platziere ich ihn nochmal. Dann schaue ich mir das kurz mal an, wie das aussieht. Und wir können auch kurz den Text hier lesen. Dromaeosaurus albertensis. Dromaeosaurus aus dem Griechischen bedeutet laufende Eidechse. Er lebt in heutigen Nordamerika während der späten Kreidezeit für etwa 83 bis 70 Millionen Jahren. Der Dromaeosaurus war ein kleiner zweibeiniger Theropode, der 1,80 Meter lang und etwa 16 Kilogramm schwer wurde. Seine Anatomie deutet darauf hin, dass er trotz seiner geringen Größe ein sehr agiler, schneller und effektiver Räuber war. Ja, ich weiß, es steht Raubtier, aber das würde dann davor nicht passen. Das habe ich jetzt einfach mal Satz frei übersetzt oder frei genannt. Darüber hinaus ist das Skelett dieses Dinosauriers für einige Paläontologen ein Grund dafür, ihn als einen der Vorfahren der heutigen Vögel zu betrachten. Auch viele Beweise dafür, dass sein Körper mit Federn bedeckt war, könnten dies bezeugen. So, wie schaut er denn aus? Eigentlich gar nicht so unhübsch, muss ich sagen. Ich hätte zwar gern noch... Ich muss jetzt auch gucken, ob ich das Exponat verschieben kann. Ansonsten gefällt er mir so. Aber ich will kurz noch gucken, ob ich das Exponat verschieben kann. Und wie viel Zeit wir noch haben. Aha, wir haben noch 12 Minuten. So, Ausstellungsdesign. Ich meine, ich kann es wählen. Ich könnte es entfernen. Entfernen will ich es eigentlich nicht. Skalieren, drehen. Was steht denn da? Übersetzt mit Translation, kostenlose Version. Keine Ahnung, was das hier heißt. Was ist denn, wenn ich entfernen drücke? Das Entfernen des letzten Dinosaurus löscht die gesamte Ausstellung. Ja, dann löschen wir die nochmal. Akzeptieren. Wir können den nämlich nochmal platzieren. Ich will kurz die Kamera drehen. Rechter Mausbutton. Nein, nicht so weit natürlich. Mann. Wow. Die Kamera wirklich. So, jetzt platzieren wir den gleich nochmal, weil ich will ihn am Rand platzieren. Das war gerade mein großes Problem. So. So müsste er passen. Sehr schön. Jetzt müssen wir halt nur nochmal platzieren. Ich will jetzt erstmal bei ihm gucken, wegen den Positionen.
Hier. Ja, ich weiß nicht, wie das mit den Positionen geht. Das ist irgendwie. Also hier ist jetzt ein Toter. Den wollen wir nicht. Aber irgendwie, der braucht immer ein bisschen. Ich kann ihn gerade nicht sehen, seht ihr ja. Jetzt sehe ich ihn erst. Okay, wie schaut der aus? Ich will mir den kurz anschauen. Ja, ich weiß schon, wir müssen es noch dekorieren, ist mir klar. Ich glaube, der trinkt gerade, aber es sieht leider bei dem Boden ein bisschen dumm aus. Das heißt, wir nehmen eine andere Position kurz, Ausstellungsdesign. Muss mal kurz hingehen. So. Nochmal der Dino. Nächste Position. Also der ist dann immer so eine kurze Zeit unsichtbar. Keine Ahnung. Hier hinlegen soll er sich nicht. Nächste Position. Die sieht ganz interessant aus. Schauen wir mal. Ich will jetzt hier nicht ewig rummachen. Ja, hier steht er aufrecht. Das ist okay. Das ist okay. Das lassen wir mal so. Weil, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht ewig hier rummachen. Ich tue ihm bewusst hier einen Rand, weil wir später den Platz noch für andere Sachen brauchen. So, ich mache trotzdem einen Grasboden. Und bei den Pflanzen und Steinen nehme ich genauso wie gerade eben. Ich glaube, für Wasser ist dieses Gehege zu klein. Deswegen, ja, bleibe ich so. Also hier mache ich eine rein. Und hier mache ich eine rein. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr hiervon haltet. Wir können das jederzeit anpassen. So, ich möchte zurückgehen. Schauen wir mal den ersten Stein hier an, vorher hatten wir den zweiten. Machen wir hier mal zwei Pflanzen und zwei Steine. Na, da ging gerade einer. Da ist er. So, sehr schön. Dann zurück. Wie gesagt, Wasser wird hier nicht reinpassen, das ist einfach zu klein. Das heißt, jetzt nochmal die Beschreibung. Zack. So, verziert. Jetzt soll er was haben. Jetzt schaue ich mir den nochmal kurz an, wie ich den finde. Ja, also ich würde mir den schon anschauen. Ich finde den schon gar nicht so unhübsch, muss ich sagen. Könnt ihr, wie gesagt, gerne eure Kommentare schreiben. Wie ihr das findet. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen karg. Aber wie gesagt, wir haben ja noch nicht alle Verzierungen. Deswegen denke ich, passt das. Okay, wir haben jetzt noch 7 Minuten. Da wir jetzt wenig Zeit haben, tue ich doch noch die Außen. Das Außending ein bisschen dekorieren. Also die Innenausstattung hier. So, schauen wir mal. Wände. Da will ich mal so einen gelben Ton. Ich will den einfach mal sehen. Ja, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ihr könnt natürlich alles kommentieren. Nicht nur die Ausstellung jetzt, sondern halt auch hier die Sachen. Dann Decken. Vielleicht das hier. Das ist auch okay, denke ich. Dann die Böden. Hier geht halt noch nicht so viel tatsächlich. Was ist eigentlich das hier? Ah, das machst du noch größer. Die Größe brauchen wir nicht. Da würde ich gerne diesen braunen hier nehmen. Ah, das ist rot. Egal, rot passt auch gut. Ich denke, das ist so ein roter Holzboden. Ich denke, der passt eigentlich ganz schön hierzu.
Ja, gefällt mir. Und jetzt noch Verzierungen. Die Frage ist halt, was wir hier brauchen. Also wir haben hier ein paar Pflanzen, wir haben hier eine Bank oder Sitzmöglichkeiten und ein paar Tische. Ja, momentan würde ich tatsächlich eine Bank platzieren vor den Dromaeosaurus. Wir haben einfach noch nicht so viel. Da sind wir übrigens. Ja, da würde ich jetzt einfach eine Bank platzieren. Die müssen wir halt kurz drehen. So etwa. Leider kommen wir da nicht ganz zum Rand hin. Ja, ich mache es einfach mal auf Frostpanel fürs Erste. Wir können es ja ändern. Okay, ansonsten Pflanzen lasse ich jetzt erstmal weg. Die Tische auch. Weil hier kommt ja noch einiges dazu. Deswegen. So, dann gucken wir mal bei dem Sammlerobjekt. Das will ich auf jeden Fall ausstellen. Ja, ich weiß, jetzt verbringen wir doch die halbe Stunde hier, aber beim nächsten Mal fahren wir dann. Wie groß ist das denn? Man könnte es hier daneben platzieren. Ich tue es aber hier in den vorderen Bereich. Vielleicht hier an den Rand. So. Und dann möchte ich noch Bilder. Ist blöd, dass jetzt alles unten ist. Hier gibt es halt noch nicht so viele. Aber das hier zum Beispiel gefällt mir vom Aussehen her. Ich wollte nur kurz schauen. Das geht ja nur an der Wand, ne? Dann mache ich das vielleicht zwischen den beiden Treppen hin. Ungefähr hier. Und vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich schaue mir das jetzt erstmal kurz an. Weil wir wollen, wie gesagt, jetzt auch nicht zu lange hier verschwenden. Also hier vorne wäre jetzt der Sitz. Ist halt vor ein paar, die Bank ist halt vor ein paar Nähe, ist ein bisschen doof, aber da könnte man halt den Dromaeosaurus anschauen. Hier ist das Bild. Ah, das ist so ein Pflanzenbild. Da mache ich daneben noch ein anderes, habe ich gerade beschlossen. Und hier vorne ist unser Sammlerobjekt. Das ist der Zahn, glaube ich, den der Paläontologe gefunden hat. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, mache ich dann noch ein zweites Bild hin und dann passt das fürs Erste. Wir wollen jetzt, wie gesagt, ich würde gerne zumindest noch warten. Und da wir eh noch nicht alles haben, denke ich, reicht das dann auch fürs Erste. Ja, und halt Bodendecke und Wände geändert, das habt ihr ja vorher gesehen. So, Bilder. Wir hatten jetzt ein Pflanzenbild. Das hier sieht auch ganz interessant aus. Leider ist die Steuerung ein bisschen. Oh, das ist, da sieht es, ich sehe das halt kaum. Jetzt sehe ich es besser. Mal jetzt daneben. Zack. Wir haben jetzt 26% erforderliche Verzierungen, also man hätte hier noch viel zu verzieren, aber wir müssen jetzt nicht alles machen. So, was bist du für ein Bild? Keine Ahnung, was das genau darstellen soll. Aber ich finde, es sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Okay, dann, wie viel Zeit haben wir noch? Wir müssen gleich aufhören. Alles klar. Ich werde noch kurz in den Steinbruch fahren, damit wir es beim nächsten Mal nicht machen müssen. Aber danach werden wir dann aufhören. Also wie gesagt, wegen dem Museum, ihr könnt gerne eure Kommentare schreiben. Wir können alles anpassen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Auch was hinzufügen. Aber ja, fürs Erste denke ich, ist es okay. Und wir fahren in den Steinbruch.
Reiseort ändern wollen wir nicht. Fahrzeug ändern. Wie gesagt, wir haben beim letzten Mal den einen Pickup gesehen. Aber wir können ihn nicht anwählen. Wir können nur beim Pickup vom Großvater bleiben. So, Steinbruch Hub 1. Hier gibt es halt verschiedene Wasserstellen, ist mir aufgefallen. Und verschiedene dunkle Flächen. Also wir waren bei diesem dunklen Fleck, glaube ich. Aber vielleicht finden wir hier eben noch mehr. Nieselregen, ja, das ist okay. Wir reisen. Weil letztes Mal hat der Regen nicht groß gestört. Beim Fahren ein bisschen, aber er hat nicht groß gestört beim Graben. Ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall gern zuerst zu der Wasserstelle fahren, die bei der Ausgrabungsstätte ist, bevor wir dann eventuell noch nach anderen Orten suchen. Dazu gab es halt noch kein Feedback, ob ihr das überhaupt wollt oder wie ihr diese Idee findet. So, kurz eine Runde landen. Das Spiel wurde automatisch gespeichert. Ich speichere trotzdem gerne mal rein. Hier schaue ich jetzt auch nochmal ganz, ganz kurz. Also hier sind halt neben der Wasserstelle hier. Das war hier. Hier war die Wasserpumpe. Es sind hier halt noch vier andere Wasserstellen. Und zumindest hier ist so ein grauer Fleck, genauso wie er hier ist. Deswegen, ja, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es hier noch ein bisschen mehr gibt. Aber das müssen wir beim nächsten Mal sehen. Ich werde zuerst mal die eine Wasserstelle dann untersuchen, die eben beim jetzigen Ausgrabungsort ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Autosaves werden gelöscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, was ihr schreibt wegen dem jetzigen Exponat vom Dromaeosaurus und halt wegen den ersten, ich sage jetzt mal, Verschönerungsmaßnahmen des Museums. Und genau, wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir erstmal bei der einen Wasserstelle suchen, die beim jetzigen Fundort ist. Sollten wir da fündig werden, dann suchen wir eventuell auch noch an anderen Stellen. Aber erstmal gucken wir die. Also den Ornithomimus sollten wir hier ja auf jeden Fall noch finden. Weil den haben wir noch nicht. Und hier gibt es zwei Arten, das wissen wir. Und ansonsten müssen wir halt schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr später beim Let's Rank wieder dabei seid. Und morgen bei der Let's Play Dinosaur Fossil Folge wieder dabei seid. Wenn wir wieder auf Fossilienjagd gehen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es eine halbe Stunde braucht, aber nein, was soll's. Wir haben zumindest ein bisschen was hinbekommen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.